Blockbuster kommen wir jetzt nicht mehr aus Hollywood, sondern aus Bitzling. Die Leute wollen Segelfilme sehen, ohne Ende. Und so ist der Film Die Reise der Iwalu, der kürzlich im Olympia-Filmtheater zu Landsberg Premiere feiern durfte, ein großer Erfolg, mit dem selbst die beiden Filmemacher und Weltumsegler Corinna Meyer und Martin Finkbeiner nicht gerechnet hätten. Niemals. Wir haben beim ersten Mal gedacht, hoffentlich ist es nicht ein zu großer Rahmen, irgendwie Kino, großer Saal. Wir hatten halt gehofft, dass es einigermaßen gefüllt ist, dass es nicht zu leer aussieht. Doch dass beide Säle bis auf den letzten Platz ausverkauft sind, damit hätte auch der Kapitän nicht gerechnet. Ja, so langsam bin ich doch ein bisschen nervös. Also es ist schon relativ viel los, hätte ich nicht gedacht. Ja, bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal bei ein paar Leuten bedanken. Natürlich erstmal beim Herrn Gilk und bei der Frau Gilk, dass das möglich ist, den Rahmen hier in so einem coolen, festlichen, den Film hier in so einem coolen, festlichen Rahmen zu zeigen im Kino. Und ja, ich hoffe, dass der Film auch die Erwartungen erfüllt. Geplant waren 2 Jahre, um die Welt zu segeln. Daraus geworden sind 3 Jahre Weltumsegelung. Man muss sich immer irgendwo an globale Wettersysteme halten. Man ist unheimlich abhängig von Ersatzteilen, die einem geschickt werden und nie ankommen. Von dem her kann sich so eine Reise mal schnell verlängern. Und wenn sich's verlängert, dann eben nicht um eine Woche oder einen Monat, sondern dann gleich um ein Jahr, weil man ja immer mit der guten Saisonzeit, blöd gesagt, immer mit dem Sommer reist und da muss man halt warten, bis der Sommer wiederkommt. Genau, also auch auf unbewohnten Inseln war auch viel Müll zu sehen, wo eben sich man schon fragt, ja, wie kommt das dahin? Da sind keine Touristen, die den da liegen lassen, keine Firmen. Und das Thema hat einfach wahnsinnig beschäftigt. Und dann haben jetzt vielleicht einige von Ihnen eben schon gehört von diesen Müllteppichen, die eben in den Zentren der Meeresströmungen sind und also eben zum Beispiel im Nordpazifik so groß wie Mitteleuropa. Eine ganze Müllfläche, und das hat uns einfach wahnsinnig irritiert, dass auch wir selber lange nichts davon wussten und eben auch viele gut gebildete Freunde von uns davon auch nicht wussten. Und deswegen dachten wir, wir machen jetzt ein Projekt, um es einfach ein bisschen bekannter zu machen und dazu eigentlich die Weltumsegelung ganz gut. Und deswegen habe ich dann, bevor ich an Bord gekommen bin, hier in Landsberg noch so eben einen Verein gegründet, Iwalu New, und haben ein paar lokale Sponsoren gefunden, die wir nachher im Film dann im Abspann auch sehen werden, denen wir auch ganz herzlich danken wollen. Wenn wir unterwegs waren, wie es gepasst hat, haben wir eben in Schulen Vorträge gehalten oder auch so ein bisschen künstlerische Workshops mit den Kindern gemacht, immer in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, und haben dann eben auch, als wir hier wieder waren, in den Schulen Vorträge darüber gemacht, einfach um das Thema ein bisschen bekannter zu machen und auch eben dazu der zweite Teil von dem Film. Genau, dann will ich mich weiter aufhalten. Viel Spaß beim Film. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Weltumsegelung zu machen? Ich würde mal sagen, das ist ein Jugendtraum, der sich immer mehr konkretisiert hat. Verschiedene Weltumsegelungsbücher, verschiedene Turns hier und da. Irgendwann dann Bodensee, Segellehrer, und ja, dann kam der Gedanke, doch mal selber segeln zu gehen und so eine Reise zu machen. Was hat euch dazu bewegt, diese Weltumsegelung mit dem Thema Plastik zu verknüpfen? Ursprünglich hatten wir gar nicht den Plan. Wir haben dann aber immer mehr Inseln gesehen, die unbewohnt und trotzdem von Plastik überschwemmt sind, immer mehr Müll gesehen, haben gedacht, gut, irgendwas kann man machen, irgendwie können wir vielleicht nicht gerade die Welt retten, aber unseren kleinen Beitrag leisten. Idealerweise gibt es eine Möglichkeit, den ganzen Scheiß aus den Meeren rauszufischen und die Meere wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie vielleicht vor ein paar hundert Jahren mal waren. Es gibt einige coole Projekte dazu. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ansonsten finde ich es wichtig, einfach viel Bewusstsein zu schaffen, dass die Leute Bescheid wissen, was da für ein Saustall herrscht. Und je mehr Leute Bescheid wissen, desto weniger Müll kommt in die Meere. Also auf Fidschi war es zum Beispiel so, dass wir dann nach unserer Ankunft erstmal rumgefragt haben im Hafen. Dann haben wir den Tipp bekommen, wir sollen zu den Pfadfindern mal gehen, dass die sehr aktiv sind. Und dann haben wir eben mit denen zusammen so einen 4-Tages-Ferien-Workshop organisiert. Und genau, dann hatten wir eben 4 Tage lang so einen Raum gemietet und dann haben wir so Theorie-Partien gemacht und praktische Partien, wo wir dann eben mit Müll gebastelt haben und das andere eben so den theoretischen Input und immer wieder Spiele, damit es Spaß macht. Und genau, oder eben, wir haben also unterschiedliche Sachen gemacht, auch einmal einen Malwettbewerb eben zu dem Thema und haben halt immer versucht, das Theoretische mit dem Praktischen zu verknüpfen, damit es halt auch einfach Spaß macht. Hättet ihr mit so einem Erfolg gerechnet?
Also ich war schon überwältigt, dass heute nochmal so viele Leute da waren, selbst bei der zweiten Vorführung. Super, dann wünschen wir mal alles Beste für die Zukunft. Jo, danke.